Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero ist blöd Dawn. So, wir gehen. Zum letzten Panorama. Naja, vorletzten. Gut. Ja, geh ich hier hin, was soll's. 8 Schnellreisepakete, ich denke, mehr werden wir auch nicht brauchen. Und damit werden wir nun. Die letzten Schritte einleiten. Stimmt. Ah, ich gehe mal in die Richtung. Da waren 2 Donnerkiefer. Den möchte ich nicht irgendwie auf die Füße treten. Der ist echt sauer. Ich hab gar nichts gemacht! Was? WTF, ich hab gar nichts gemacht! Ich bin vollkommen unschuldig! Ich wollte doch nur an die Leiche! Scheiß Aasfresser! Jetzt jagen sie mich! Nur sollen die mal? Brauch ein bisschen Heilung. Das war keine Heilung. Verdammt. Sind die Donnerkiefer jetzt überall oder was? Ich hält mich von den Donnerkiefern fern, ey. Wenn da 2 wären, hätte ich sie vielleicht gegeneinander kämpfen lassen. Wie auf der anderen Seite zum Beispiel. Stürmer. Juhu. Blockiert ihr mir tatsächlich den Weg? Seid ihr des Blödsinns oder was? Okay, Freunde. Jemand will aufs Maul. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Da kommt irgendwas Großes. Nein, ich bin nicht verschwunden. Und du kommst aus deinem Versteck raus. Ich sehe schon, was du gefunden hast. Deinen Tod hast du gefunden, ja. Die Maschinen sind ja mal richtig pissig geworden. Was ist da los? Das werde ich noch brauchen. Alter. Wie die am Rad drehen. Hallo. Was ist denn die Richtung?
Tatsächlich. Der gefallene Berg, okay. Wir kommen dem Ganzen schon ein Stück näher. Ich weiß nicht, ob die Maschinen mir gerade geholfen haben oder ob sie durchdrehen. Eins von beiden. Ich glaube aber nicht, dass sie mir helfen werden. Also laut den Geiern, die mich töten wollten. Zumindest. So, ich muss ehrlich gestehen, ich war hier noch nicht. Weil ich ja diesen Punkt nicht angucken wollte. Glücklicherweise. Ich wusste nicht, dass hier das Ende ist. Ich bin gespannt, was für Maschinen jetzt noch auf uns warten werden. Die werden uns hier jetzt noch den größten Scheiß aller Zeiten hinstellen. Man muss dazu sagen, wir haben noch nicht diesen Riesenvogel per Quest gehabt, also per Main-Quest. Als Side-Quest hatten wir den Riesenvogel, aber nicht per Main-Quest. Und wir gehen hier auf einen Berg, Freunde, wir gehen hier auf einen Berg. Das ist der natürliche Wohnort eines Riesenhabichts oder wie die auch immer heißen. Habe ich den gescannt gehabt? Grauhabicht. Nee, der andere war hier, ne? Nein. Oder? Wieso fehlt mir da noch einer? Doch, das muss der sein. Den anderen, den Riesenvogel habe ich nicht gescannt. Okay. Wir werden ihn sowieso nochmal wiedersehen, also von daher. Ich mache mir da gar keine Hoffnung. Bin ich falsch gelaufen? Wo geht es in die Richtung? Ja, ich. Oh, ich bin falsch gelaufen. Cool. Ach, hier gab es auch einen Weg. Naja. Tagesanbruch. Was gestern war, ist Geschichte. Ja, du wurdest nie geboren. Jetzt habe ich es dir aber gegeben, Eloy, ja? Jetzt habe ich dich fertig gemacht. Was war das hier? Schwimm hoch, Eloy! Na gut, dann schwimmen wir halt. Zur Seite! Verdammt, jetzt hänge ich hier fest, ne? Soll ich hier hoch? Ich weiß nicht, wo ich hoch soll. Okay, schieben wir uns hier mal durch. Ich weiß nicht, wo der Weg sein soll. Achso. Ja, gut. Dann bin ich hier ein bisschen falsch. Aber schauen wir uns hier mal kurz um, ne? Wieso nicht? Gucken, was wir finden werden. Au. Okay. Definitiv den Tod. Schade, ich hätte es fast geschafft, über die Map zu kommen. Der Bugmeister 3000 hat wieder zugeschlagen. Wo soll denn hier ein Weg sein? Ich sehe hier so eine Art Bett, ja. Ach, ich hasse die. Es ist so eine kleine gelben Punkte, wie soll man sowas sehen? Spiel, ich bitte dich. Der Weg auf den Berg wird schwierig. Dort lauern überall bösartige Maschinen. Verdorbene Maschinen? Nicht verdorben, aber sie tolerieren keine Menschen. Warum überrascht mich das nicht? Ja, und nu? Wieso kann ich hier hingehen? Oh. Das erklärt es natürlich. Man sieht ja auch nicht alles sofort, ne? Gut, ich frage mich, was für bösartige Maschinen ich hier antreffe. Ich wette, es ist dieser Riesenvogel, den wir noch nicht gescannt haben. Aber dann scannen wir ihn wenigstens mal. Fischer in der Ebene. Wächter auf der anderen Seite. Oh nein, Pirscher, oh Gott, Pirscher.
Birscher. Birscher. Ach, die hängen da nur. Ja, cool. Ich hab schon gedacht, ich hab gedacht, wir sind hier schon seit vorgestern durch, Alter. Okay. Irgendwie hat es ihm nicht wehgetan, oder? Ich habe so das Gefühl, dass ich sie hätte ignorieren können. Ich weiß nicht warum. Shit, ey. Na gut, jetzt haben wir einen Pirscher aufgeweckt, cool. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich glaube, ich höre die Riesenflügel von dem Viech. So, hilf mir, Kleiner, hilf mir. Hängt der Pirscher jetzt da hinten? Da ist der Pirscher. Verdammt, er hat sich gestreckt. Hilf mir, Kleiner. Er hat sich gestreckt. Ah. Hallo, Kleiner, hilf mir. Meins. Nicht schlagen, Kleiner. Schlag ihn nicht. Er gehört jetzt mir. Scheiß Pirscher. Okay. Zeit, den anderen Pirscher fertig zu machen. Okay, perfekt. Easy. Gehen wir weiter. Hör auf zu piepen. Stör mich nicht. Bei meiner Konzentration. So. Nicht, dass da gleich noch ein Pirscher kommt und dann bin ich am Arsch. Aber selbst das kriegen wir hin. Wir kriegen alles hin. Netter Pirscher. Netter Pirscher. Das sehe ich sofort. Du bist auf meiner Seite, ne, Bro? Ich war's nicht! Oh. Oh. Okay, gehen wir weiter. Schnell weg hier, bevor es sich anders überlegt und mich tötet. Ein Lagerfeuer. Ich weiß zwar nicht, wie verdammt nochmal ein Lagerfeuer hinkommt, aber es ist ja auch egal. Ich nehme alles. Da war tatsächlich noch ein Pirscher. Guckt's euch an, die kleine Ratte. Hui! Okay, gehen wir mal hier hoch. Ich wusste, dass da sind immer drei Pirscher. Die sind niemals zu zweit. Aber naja, gut. Wir haben es ja geregelt bekommen. Oh Gott. Glauben Sie, dass Sie Gaia bewachen? Ich bezweifle, dass Sie überhaupt denken. Es ist eher ein Instinkt, der Sie zu Ihrem Grab zieht.
Komm einfach her, komm einfach her. Du sollst mir gehören. Du kleiner Bastard, ich mach mir alle mit dir mach ich alles fertig. Okay. Wir nehmen den Stein ein. Der Stein wird für uns kämpfen. Er wird steinhart sein. Er wird nicht locker lassen. Oh, billiger Grauhabicht. Ja, gut. Noch ein Grauhabicht. Und da ist der andere Säbelzahn. Aber ich kann mich vorbeischleichen einfach. Ihr werdet mich niemals kriegen. Oh. Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Okay. Ja, fightet ihr mal gegeneinander. Da habe ich kein Problem mit. Das ist wie geplant. Alles wie geplant, Freunde. Ich werde nicht aufgehalten. Hier sind noch mehr Grauhabichte. Ich merke das schon. Bin ich bei Gaia angekommen? Oh nein, jetzt kommt ein Riesenvogel. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Er hat noch gefehlt. Komm, jetzt haben wir ihn zumindest mal gescannt. So. Alle Maschinen katalogisiert. Hab ich doch gar nicht. Ich bin fast da. Ja, du bist fast da, du bist fast in der Hölle. Rotaugenwächter. Was ist jetzt der Unterschied bei euch? Du bist kleiner. Du bist cooler. Keine Ahnung. Sturmvogel. Schwäche. Keine. Stimmt. Muss ich dich extra erledigen? Ich glaube nicht, ne? Ja gut. Wenn nicht, dann nicht. Das wäre geschafft. Easy, 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 GG, würde ich sagen. Also, ja. Wenn ich nicht kämpfen muss, dann kämpfe ich nicht. Nicht gegen das Viech. Das Viech ist mir ein bisschen zu brutal. Da hatte ich schon Probleme früher gehabt. Wenigstens hält mich die Kälte wach. Warum ist hier alles kaputt? Ah, wegen der Selbstzerstörung. What the fuck? Da muss jemand ganz schön viel Energie haben. Gaias Selbstopfer. Hat das bewirkt? Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Ja, ja. Schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen. Okay, klettere zum Felsvorsprung. Du hast einen Kletterpfad vorbereitet, wo eine Armee von Maschinen auf mich wartet? Seit wann sind Maschinen ein Hindernis für dich? Wenn du fliegen könntest, hätte ich nicht mal den Kletterpfad gemacht.
Ja, guck mal, anscheinend kommen da noch mehr Maschinen. Ich habe langsam gedacht, wir haben genug Maschinen, aber irgendwie nicht. Es wird immer mehr Maschinen geben. Die werden immer brutaler, man hat es am Vogel gesehen. Da wollten die mir noch einen Vogel ins Gesicht drücken. Ha! Und ich dachte mir, nö. An genau so einem Ort habe ich mir dich immer vorgestellt, Silence. Danke. Es ist eine von vielen Werkstätten, die ich im Laufe der Jahre gebaut habe. Und was hast du da versucht zu produzieren? Eine eigene Maschine? Eine Waffe? Seit Jahren versuche ich, hier hineinzukommen. Ich bohrte, ich brannte, ich sprengte. Doch wir wissen beide, dass du das schaffen wirst. Das klingt, als sollte ich mich entschuldigen. Aber nein. Ich kam nie darauf, es nicht mit Kraft zu versuchen, sondern mit einem Schlüssel. Einen in menschlicher Form. Der Mangel an Fantasie lag an mir, nicht an dir. Wann bist du gekommen? Du hast hier wohl viel Zeit verbracht. Vor 19 Jahren zerstörte eine Explosion diesen Berg. Gaias Tod, deine Geburt. Das Echo war bis ins Anrecht zu hören. Asche verdunkelte den Himmel. Wie ängstlich sie in Meridian versuchten, das Omen zu deuten. Der Krater brannte wochenlang, aber danach war ich unter den Ersten, die hineinsahen. Mit der Zeit kamen die Maschinen, um ihn zu beschützen. Praktisch. Bald wagte sich niemand mehr her. Außer mir. Reparatur von Gaia. Gaia sagte, dass wir sie reparieren könnten, aber bei dieser Verwüstung, wie soll das gehen? Sie sagte, die Reparatur darf erst stattfinden, wenn Hades zerstört ist. Ich stimme zu. Wenn das Terraforming-System wieder läuft, könnte Hades es als Waffe einsetzen. Durch Gaias Opfer musste er sich Wege suchen, die für ihn weniger bequem sind. Aber geht das überhaupt, ein Wiederaufbau von Gaia? Du weißt, wozu die Brutstätten fähig sind. Dass sie alle Technologien erzeugen können, um Maschinen zu bauen. Nach dem gleichen Prinzip müsste es ihnen möglich sein, Technologien zu erzeugen, um Gaia zu reparieren. Aber das dauert Jahre. Und uns bleiben nur noch einige wenige Stunden. Warum bist du nicht hier? Ich dachte, dieses Mal wärst du wirklich hier. Körperlich hier. Warum? Meine Anwesenheit ist unnötig. Du kommst auch ohne meine Hilfe durch die Tür. Du wurdest dafür geboren, nicht ich. Ich gehe rein. Es wird Zeit, reinzugehen. Ja. Wenn du die Master-Überbrückung findest, hast du auch die Macht, Hades zu besiegen. Alles hängt jetzt von dir ab. Ja, alles hängt von mir ab. Aber, ach, ich denke mir, ich mache morgen weiter. Freunde, wir sehen uns morgen in einer neuen Folge wieder und dann versuchen wir Hades zu vernichten. Ich dachte schon, es ist vor fünf Folgen Ende. Lol. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Und denkt dran, wenn euch die Folge gefallen hat, ein Like wäre fantastisch.